Hallo zusammen, heute machen wir wieder eine Produktvorstellung und möchten euch heute mal erklären, wo die Vorteile einer Begehung liegen und wie diese funktioniert. Und ähm, ja, habt ihr Amelie mal wieder dabei und die kann uns vielleicht kurz erklären, was sind denn so die Hauptvorteile, wenn man eine Begehung macht. Mhm. Die Frage beziehungsweise, kommt, beziehungsweise noch ein, noch ein Satz vorher, ja. wann sollte man die Begehung machen? Weil die ist ja kurz vor der Hausübergabe mhm. und da fragen sich natürlich manche Bauern, macht die überhaupt Sinn, weil es ja eh die Hausübergabe gibt. Genau, das ist die spannende Frage, die hm. auch eigentlich ja. immer kommt. Was ist das Ding und was kann das, ja? <laughs> nee, die Begehung ist ähm, eigentlich immer dann sinnvoll, wenn wir bei der Robokontrolle bei euch waren und festgestellt haben, es sind recht viele Mängel ähm, da gewesen. Das wird dann im Rahmen der Begehung einfach nochmal alles angeschaut und kontrolliert. Dann zudem, sage ich auch gerne dazu, ist manchmal leider der Fall, dass die Kommunikation mit dem Bauleiter, also mit dem Hausbauleiter vielleicht ein bisschen schleppend ist, ihr Mängel angegeben habt, die zu beheben sind, es ist aber nichts passiert, ihr habt ein ungutes Gefühl, die Hausübergabe äh, steht bald behem zuvor und irgendwie ist noch für euer Empfinden nicht alles erledigt. Mhm. Ja. Ähm, das ist so dann der Punkt, wo wir sagen, da gehen wir noch durch. Ähm, es hat auch einen ganz anderen Stand als die Robakontrolle. Die Robakontrolle, wie der Name sagt, kontrolliert den Rohbau, die Begehung, mhm. Den Innenausbau plus die Punkte, die wir bei der Robakontrolle gefunden haben. Wir können natürlich nicht durch die Wand durchgucken, deswegen, wie gesagt, die ersetzen sich nicht gegenseitig, aber bei der Begehung schauen wir einfach nochmal, ist alles ordentlich verputzt worden. Ähm, sind die Türen ordentlich eingebaut? Alles, was zu dem Tag, ähm, zu dem Zeitpunkt eben äh, vor Ort gemacht ist, das kontrollieren wir. Und das ist einfach, wie gesagt, ähm, ein paar Monate ja auch später als die Überwachungskontrolle mhm. demnach auch ein anderer Stand. Und jetzt kommt der eigentliche Hauptvorteil äh, an der ganzen Sache ist, dass ähm, die Hausübergabe meistens ja dann festgelegt wird an einem Tag X. Mh, und dann, wenn zu viele Punkte gefunden werden bei dieser Hausübergabe, dann kann es sein, dass die verschoben wird. Dann hat man sein Umzugsunternehmen eingetaktet. Einget äh, man Den würde gerne Bestellt. Ja, genau, ja. es ist alles bereit und dann heißt okay, es sind zu viele Mängel und wir schauen da nämlich auch genau hin, auch im Rahmen der Hausübergabe, die erklären wir auch noch mal in einer anderen Runde. Ähm, dann ist es eben einfach schwierig, weil dann ähm, findet diese nicht statt. Ja? Und die Begehung soll eben die Hausübergabe, den geplanten Termin der Hausübergabe, dann auch wirklich sicherstellen. Genau, und ein großer Vorteil ist das übrigens auch noch für den Fertighausanbieter. Also dadurch, dass wir ungefähr so drei bis vier Wochen bevor der tatsächlichen Hausübergabe uns die Mängel anschauen, beziehungsweise wir schauen nach Mängeln und nach Beanstandungen und finden diese, hat das Hausbauunternehmen ja nochmal die Chance, die Mängel abarbeiten zu lassen. Weil das Schlimmste ist, was passieren kann, ist, wie die es eben schon kurz erwähnt hat, dass die ganzen Mängel und Beanstandungen dann erst bei der Hausübergabe auf den Tisch bekommen, ja. auf den Tisch kommen. Dann ist es so, die meisten Bauleiter da draußen sind auch arme Schweine. Also die haben dann ein Budget von 500 Euro für Mängelbeseitigung bei der Hausübergabe. Und das ist ja im Grunde schon mit der ersten Macke ist das dann ja schon aufgebraucht. Und dann hat er ein Riesenproblem und da kann eben das Haus nicht ab genommen werden sollen, die Hausübergabe verzögert sich dann und dann haben wir eben schon drüber gesprochen, ist vielleicht in die Küche bestellt, man muss einen Monat länger Miete zahlen, also es gibt da wieder nur Probleme und deswegen macht diese Begehung unglaublich Sinn, wenn man das ungefähr so drei bis vier Wochen vor der eigentlichen Hausübergabe, wenn man das durchführen lässt, einfach, dass die Hausübergabe dann entsprechend entspannter läuft. Mhm. Genau. Jetzt noch die spannende Frage: Wie organisieren wir das Ganze? Also Sie bauen melden sich wahrscheinlich erstmal über das Kontaktformular, mhm. ähnlich wie bei den äh, anderen Ko äh, Kontrollen auch. Ähm, entweder ihr habt uns vorher schon entdeckt und seid mit uns schon den Weg bis zur Begehung Gegangen oder eben ihr habt uns erst da entdeckt und sagt, oh Mist, hätten wir doch die anderen auch. Nein, Quatsch, beiseite. Die Begehung, wie gesagt, ihr fragt uns an, gerne per Mail, schreibt da eure Daten rein, Adressen, Bauadresse, Wohnadresse, schickt gerne die Ausführungspläne mit. Die müsstet ihr zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall auch schon vorliegen haben. Wenn nicht, bitte beim Hausanbieter anfragen. Und auch bestenfalls einen Bauablaufplan, an dem sehen wir dann eben auch, wann ist denn eigentlich die finale Übergabe angedacht. Und das mit einem Vorlauf bestenfalls von vier bis fünf Wochen. Ja, weil das ist ja dann auch nicht mehr allzu lang hin bis zur eigentlichen Hausübergabe. Wir brauchen ein bisschen einen Spielraum, dass wir gucken, okay, wann ergibt es Sinn? Wie finden wir natürlich frei? Und das wie gesagt gerne äh, schriftlich per Mail. Und dann mal vereinbaren wir das in dem Fall zusammen äh, per Mail. Und am Schluss vom Tag, also so drei bis fünf Tage vorher, wird sich unser eingeteilter Bauleiter dann noch bei euch telefonisch melden. Da könnt dann noch sämtliche Fragen, die euch auf, der, auf dem Herzen liegen, klären und eben auch die zeitliche Thematik. Äh, wann, seid ihr, wann müsst ihr vor Ort sein? Wann ist ein Gespräch geplant? Soll der Bauleiter dazukommen? Solche Thematiken kann man dann eben noch mit unserem Bauleiter dann telefonisch. Persönlich besprechen. Genau. genau, das ist auch super wichtig, dass ihr das wisst, dass unsere Bauleute auch telefonisch zur Verfügung stehen. Wir haben also nicht irgendwo ein Callcenter und versuchen euch durch irgendeinen Prozess durchzudrücken, sondern bei uns die persönliche Betreuung ganz vorne dran. Und auch wenn der Bauleiter seine Tätigkeit erfüllt hat, ihr kriegt danach logischerweise noch ein Protokoll, wo alle Punkte aufgeschrieben sind, steht er dann auch immer noch zur Verfügung. Und es kann ja auch sein, dass man nochmal eine Rückfrage hat. Und so kann man eigentlich den ganzen Bauprozess komplett optimieren, weil immer noch einer neben euch herläuft, wirklich angefangen von der Bodenplatte oder von der Kellerkontrolle über die Robakontrolle bis hin zur Be Begehung und anschließend auch noch zur Übergabe. Und kriegt eigentlich so einen relativ stressfreien Hausbau hin. So soll es sein. Genau. Super. Dann danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.